sehr hungrig. Geh mal essen. Lassen Sie uns ein Geschäft machen. Das will ich. Gib davon her, so viel du hast. Okay, das ist ziemlich wertvoll. Wir könnten ja langsam auch anfangen mit Essen zu handeln, weil wir haben ja relativ viel. Okay, na, das kriegst du nicht von mir. Gut. Kriegst du wohl doch das hier. Dann wird sonst nichts. So. Handeln. Dann will ich davon noch. Reicht nicht. Ich will aber noch mehr. Das kriegst du von mir. Dann will ich aber noch. Haben wir genug, das müssen wir nicht handeln. Wie viel Holz haben wir? Ja, eigentlich. Okay. Verarschen. Das von mir. Jetzt kannst du dich verziehen. Geh mal zwei Mahlzeiten dir rein, zwitschern und dann kannst du hingehen. Ich will ja diese Dosen-Dinger mir eigentlich aufbewahren für bad Zeiten. Sechs Stück. Auch nur weil wir zu wenig Wasser haben. Eigentlich können wir zuerst das Wasser auftauen. Machst du das? Immer noch? Ja, wir haben eigentlich noch. Wieso geht's denn nicht? Ach, wir haben, glaube ich, keinen Spar mehr. Filterdingens. Acht Stück. Gut. Du kannst noch hier schaufeln gehen für ein paar Stunden. Wir wollen mit dem auch handeln können. Probieren wir es aus. So, erst kriegt Pavle, dann kann er nämlich pennen, weil der sollte bis morgen, bis zum Abend wieder fit sein. Fünf Grad. Ist die Türe zu. Dude, hast du die Türe zugemacht? Natürlich nicht.
Tja. Geh du auch noch mal was essen? Dann kannst du Feuerdinger herstellen. Du komm mal wieder rein ins Warme. Ja, das sollte von der Zeit her gerade noch passen, das mache ich nicht mehr. Den Ofen einheizen, es wird arschkalt hier drin. Können wir einen zweiten Ofen bauen? Könnten wir. Ich denke, ich baue aber erstmal noch so einen Herd. Wir da das Wasser schmelzen können. Bauen wir morgen nochmal einen Ofen und die Bude nochmal ein bisschen besser zu heizen. Sonst frieren uns hier die Arschbacken weg. Ich wollte noch irgendein Thema ansprechen, aber ich sollte mir das mal aufschreiben. Kirche, da könnten wir handeln. Das heißt, wir müssen mit Katja gehen. Alle müde, schlafen. Geht alle schlafen. Wir könnten handeln hier. Probieren wir es mit Schnee. Moin moin. So, das will ich. Davon kriege ich nie genug. Was? Ich kann Schnee nicht. Ich kann Schnee nicht handeln. Ja, gut, dann hat sich die Sache eigentlich erledigt. Und tschö. Das ging fix. Nein. Aber irgendwas wollte ich noch quatschen. Ich weiß es nicht mehr. Ach ja, es ist ja mittlerweile winterlicher geworden, wie im Spiel. Ziemlich kalt. Gestern hatten wir minus 1 Grad. Und scheiß Wetter. Heute ist das Wetter einigermaßen okay. So, Männer. Hungrig, traurig, hungrig, traurig. Hungrig, traurig, leicht krank. Das ist nicht gut. Leg dich wieder hin.
Du geh bauen. Nein, du sollst das reinmachen. Ach, braucht es so ein Filterdingens. Wir brauchen dann nochmal einen Thermostat, um unseren zweiten Ofen dann aufzubauen. Vielleicht kannst du hier runtergehen direkt. Schreibt mir mal eben noch Spiele in die Kommentare, die ihr gerne sehen wollt von mir. Let's Play. Können irgendwelche Spiele sein. Eigentlich spielt es keine Rolle. Ja. Zwölf Wasser. Geil. Eigentlich noch Holz bauen. Einen Ofen baue ich noch. Heizgerät. Le Heizgerät. Wasser. Super. Können wir eigentlich noch wieder Alkohol bauen? Oder brennen? Wie man den auch immer sagt. So, Holzteile brauche ich noch. Holz. Dude. Mach. Ich werde mich nächstens auch mal noch auf die Suche nach einem neuen SAMP-Server machen. Damit wir mal wieder SMP spielen können. Genau. Gut. Dann eigentlich Thermostat. Thermoregulator, meinetwegen. Ich glaube, ich brauche so einen. Genau. Oder? Ist doch so ein Ding. Thermoregulator, ja, wieso es nicht Thermostat heißt. Ich weiß nichts. Wie kann ich den hier aufbauen? Heißt, wir brauchen wieder Teile. Wir können jetzt eigentlich nichts mehr machen, ne? Ja, du blöder Raucher. Rauchen, finde ich, ist die blödste Art, sein Geld loszuwerden.
Es bringt einem nichts, man stinkt. Und es kostet. Abgesehen davon, dass man bei einigen cool aussieht, bringt es einem nichts. Das finde ich sowieso Käse. Etwas nur zu machen, weil es den anderen passt. Oder weil es die Mehrheit tut. Also wie ein iPhone kaufen. Ich nie machen. Außer wenn es halt ein iPhone ist, was mir persönlich gefällt und optisch sowohl auch technisch. Aber das ist sowohl als auch nicht der Fall. Und ich werde mir bestimmt kein Telefon kaufen, was überteuert ist, nur bloß weil es halt Mode ist. Genauso auch mit den Autos. Ich werde mir keinen BMW, Mercedes, Audi kaufen. Wahrscheinlich. Weil es mir einfach nicht gefallen. Also, wenn, dann BMW oder Audi. Weil die neuen AMGs sind eigentlich auch nicht schlecht. BMW hat halt einen geileren Allradantrieb, wie ich finde, als Audi. Mercedes kenne ich nicht. Bin ja letztens mal die neue A-Klasse gefahren. Ich muss sagen, nee, danke, nicht geschenkt. Gehen wir mal die hier hin. Ne, also ich bin letztens mal die neue A-Klasse gefahren. Und musste sagen, ich war enttäuscht. Der Motor, ich glaube es war 2 Liter Turbo, weiß nicht. Es war auf jeden Fall nicht der AMG. Ne, also hat mir überhaupt nicht zugesagt. Weil ich musste das Pedal bis im Boden runterdrücken, bis überhaupt mal irgendwas ging. Am Gang. Und ich bin mir halt von meinem Wagen gewohnt. Auch wenn ich Halbgas gebe, der geht relativ gut vorwärts. War halt bei dem jetzt Mercedes nicht der Fall. Der war halt wirklich bloß. Wenn du Vollgas gibst, dann war Musik. So halbwegs. Aber vorher nicht. Tolle Wurst. Was willst du? Nein. Nicht interessiert. Nicht interessiert. Standest du gerade im Tram drin? Na, als Straßenbahn. Wie sieht...